Willkommen im Lager. Ja, und nun geht's weiter mit Bioshock, dem kinderfreundlichen Unterwasserspiel. Mir fällt gerade irgendwas vom Schreibtisch. Achso, meine Tasche. Na gut. Okay, hier sitzen auf jeden Fall zwei Leute am Tisch. Ich glaube, die sollte ich mal besser erforschen. Das sind bestimmt Splicer. An die Arbeit. Oh ja, aber die habe ich schon erforscht. Dann einfach mal ein paar Bienen drauf. Und das war's dann. Den kann ich auch ein paar auf die Rübe hauen. Oh, der wurde echt jetzt durch die Bienen getötet. Na gut. Oder sind das Wespen? Ich meine, Bienen sterben doch eigentlich, wenn die jemanden stechen. Das sind vermutlich Wespen. Verbandskasten, okay. Sonst... So, das sollte ich am besten schocken. Ich finde das nämlich auch besser, wenn ich mit dem Controller spiele. Das habe ich ja letztes Mal gesagt. Dass ich hier einfach dieses Rad aufrufen kann, das Spiel pausiert und ich dann in Ruhe das Plasmid aussuchen kann, was ich haben möchte. Ich glaube nämlich bei der eigentlichen Steuerung, bei der PC-Steuerung ist es nämlich so, dass ich erstmal alle durchschalten muss. Kann aber auch sein, dass ich mich irre und ich das einfach nicht gefunden habe. Instabiles Teleportplasmid. Okay, das hat sich ein bisschen bewegt. Jetzt ist es weg. Ja, da gibt es auch Werbung dafür. Okay. Ja, das finde ich auch goldig hier. Ein Kartenhaus aus Geld zu bauen. Ja, wer es hat. Wenn man es nicht mehr ausgeben kann, dann würde ich mir auch ein Kartenhaus draus bauen. Aua. Da ist bestimmt Geld drin, oder? Mini-Geschütze, ja, das ist sogar noch besser als Geld. Ich mag ja echt gern auch diese Mini-Geschütze, also... Ich würde das Spiel komplett mit Mini-Geschützen und Bienenschwärmen durchspielen. Aber Mini-Geschütze habe ich kaum welche. Das ist etwas schade. Ah, ich wechsle mal besser. Die hebe ich mir mal besser auf für was anderes. Anti-Personen-Munition habe ich gar keine mehr. Da hinten ist aber irgendein Sender, sehe ich gerade. Irgendwas... Ja, das ist noch frisch hier. Also hier scheint anscheinend der Gil Alexander seine Leute umzubringen. Oder zu feuern, wie er sie nennt. Ah, okay. Hier habe ich gerade gesehen. Hier ist Elektrizität drin. Muss ich das abtimen oder kann ich es ausschalten? Das muss ich da irgendwie ausschalten können? Diesen Strom. Aber wo? Naja, ist eigentlich auch egal, weil ich habe es jetzt eh geschafft. So eine Little Sister ist hier nicht. Oh, aber das Teleport ist nicht. Moment, das... Oh.
Und es teleportiert sich wieder weg. Ja, mit Bienen und Drohnen lässt sich das auch ganz gut spielen. Ich lasse ja gerne in Spielen andere etwas für mich erledigen im Kampf. Da ist das schon mal ganz gut so. Oh, da ist noch ein Turmband. Hier spricht Eleanor Lamp. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen, aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern, nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Okay, da ist noch ein Houdini-Spicer. Und nochmal das Teleport-Plasmid, das habe ich ja eben schon mal berührt. So, da. Direkt mit dem Houdini. Schießt da noch jemand auf uns? Naja, erstmal das Plasmid berühren. Und schon wieder ist es weg. Und da ist wieder ein... Obwohl, ich glaube, ich sollte das mal besser hacken, oder? Ja. So. Oh, da sehen wir ein Plasmid und eine Nummer. Die Zahl ist 5254. Die sollten wir uns bestimmt besser merken. Wie das nämlich immer so ist bei Bioshock. Das kennen wir ja noch zuhauf aus dem ersten Teil, wenn man dann so eine Kombination irgendwo findet. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im zweiten Teil hatten. Das ist jetzt zu lang her. Ich habe nur panzerbrechende Munition dafür. Dann wechsle ich mal wieder zur Nietenpistole. Das ist so von den Schusswaffen her meine liebste hier im zweiten Teil. Oh, da ist auch schon das Bedienfeld. Was war das? 5-4. Ah, da steht es auch direkt. Na gut, okay. Brauche ich mir gar nicht merken. Zeigt den mir schon so an. So, wo ist denn die Stelle hier? Oh, wir müssen uns ducken. Wie duckt man sich? Ah, okay. Unsere Hoffnung war es, eine Little Sister an einen einzelnen Protektor zu binden. Sie musste also entbehrlich sein, falls etwas schief ginge. Wir konnten es nicht brauchen, dass etwa die Eltern der Mädchen Fragen stellten, während wir solche Vaterbindungen herstellten. Also versorgten wir uns in Fontaines Waisenhäusern und das Verfahren war ein durchschlagender Erfolg. So, wieder Strom. Kann ich den irgendwie ausschalten? Die muss doch irgendwo... Schalter sein, um diese Stromstöße immer auszuschalten, aber offenbar war es das jetzt auch. Oder war das immer noch mein Stromstoß? Oh, da flog uns ein Schokoriegel entgegen. Okay. Also er hat den Automaten anscheinend geknackt. Das ist gut. Haben wir nämlich ein paar Gratis-Sachen hier. Obwohl, ich muss ja trotzdem selber hacken. Eine kleine Spritze in den Arm und selbst ein hoffnungsloser Versager kann Mitarbeiter des Okay, Nieten brauche ich auf jeden Fall und... Ja, ich hole mal ein paar nochmal. Splittergranaten. Panzerbrechende Munition, immer gut, wenn die Big Sister kommt. Du solltest das am besten wissen. Sieh dich um. Oh. Kommt dir das hier irgendwie bekannt vor?
and Gentlemen, Fontaine Futuristics lädt Sie ein, Ihre Skepsis abzulegen, Ihre Erwartungen zu steigern und Ihre Zweifel zu zerstreuen. Denn wir präsentieren Ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung. Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Nur zu, nicht so schüchtern! Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will ums Verrecken nicht! G-Man, da hinten! Kommen Sie herunter! Einen Applaus für die Dame! Rühr mich nicht an! Nur eine einzige Freiwillige? Ich möchte gerne meine Bienen. Was ist, Gentlemen? Die Dame ist doch furchtbar einsam, so allein hier oben. Kommen Sie herunter, Sie alle! Ach, das, die ist auch noch ein Houdini-Splicer, okay? Mehr. Naja. Einen kräftigen Applaus bitte für Subject Delta und die Kraft der Plasmide. Oh, Rumbler. Oh nein, Subject Delta. Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Schau gestohlen und jetzt will er sich rächen. Was wird Delta jetzt tun? Quatsch, Rumbler, das ist wieder ein Alpha. Oh Mann, ich bin echt schon komplett durcheinander. Die Alphas sind eigentlich total leicht zu töten. Finde ich zumindest. Du bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Die Suboxidation! Abfindung gestrichen! Betriebsrente! Betriebsrente storniert! Ich hab was gesehen, da habe ich irgendwas übersehen zum Einsammeln. Ich hole das gerade mal. Das war nämlich Vorsichtiger Hacker 2. Habe ich das erste ausgerüstet? Ja, tatsächlich. Das habe ich mir eben sogar noch gekauft. Anscheinend. So, aber ich habe immer noch nicht die zweite Little Sister gefunden. Aber die, auf die werde ich gleich schon stoßen. Okay, da ist wieder ein Houdini und da ist wieder unser Teleport-Plasmid. Ja, da war ich ja eben. Ja, das ist schon sehr komisch. Wo sind wir hier? Und warum beten die dieses Plasmid so an? Und es ist im Endeffekt Verkaufsexperte 2. Na gut. Ach, da haben wir das erste auch. Wow, das beten die an, das Plasmid. Oder das Tonikum eher. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Na ja, gut. Der Tyrann hat keine Familie. Keine Freunde. Kein Heimatland. Nur Sklaven, die er an sich kettet. Seine Mitmenschen fragt er nur, welchen Nutzen bringst du mir? Diejenigen, die ihn lieben, sind seine Untertanen.
denn der Tyrann akzeptiert nur Bewunderung. Zu dieser Station möchte ich unbedingt. Okay, was? Können wir jetzt hier rein, oder? Nee. Oh doch. Agnus Dei. Ja, super, dann kann ich ja hier rein. Okay. Erstmal hier hin. So. Upgrade, Hitze-Upgrade für Nietzsche. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Okay, das klingt wieder nach neuen Gegnern. Wir sind hier nicht in einer verfluchten Abstand. Es scheint, das Gefängnis war der reinste Segen. Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der innere Zwang, den man seinem Kind einprogrammiert hat, mit dem Code WDSF. Es war eine Art verbaler Auslöser. Worte, denen der Junge unweigerlich gehorchte. Auf eine gewisse Art hatte dieses traurige Ding, dieser Halbmensch, das selbst überwunden. Hochintelligent, aber frei von dem sogenannten freien Willen mit all seinen bequemen blinden Flecken. Was, wenn man ihm befohlen hätte, das Allgemeinwohl zu steigern? Was, wenn er freiwillig gehandelt hätte? Oh, noch ein Hoodie. Ja, wo ist er hin? Ich gehe jetzt auf jeden Fall in meinen Bienen verfangen. Oh, okay, wo kam der denn jetzt her? Der kam jetzt überraschen. Sonst glaube ich nichts, oder? Nee. Okay. Ach, schon wieder die Fische. Bohrertreibstoff, na gut. Ich sollte Dr. Lamps größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes. Oh. Darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für Sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher eingestelltes Experiment. Ich muss Sie bitten, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Hier drin ist ein Schalter, der Ihnen Zugang zu den wirklichen Laboratorien gewährt. Dort wartet das, was von mir übrig ist, auf Sie. Suchen Sie es. Gut, dass ich jetzt den Alarm da drin ausgelöst habe, ignorieren wir mal besser. Dann müsste auch mal so langsam vorbei sein, oder? Gut, danke. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Okay. Dann geht's jetzt wohl zu diesen möglichen Laboratorien.
Ja, irgendwann setzt die Sprache aus, wenn man noch so um 1:30 nachts aufnimmt. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Okay, wir sollen das Licht anschalten. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das Gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich Utopia folgen. Ja, man ahnt schon ein bisschen, was hier passiert ist. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Okay, als nächstes sollen wir jetzt 4 Adam-durchsetzte Pflanzen sammeln. Ist das eine? Ja. Okay, haben wir schon mal die erste. Nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter! Oh, da sind wir schon... Oh, jetzt hab ich aus Versehen mein Plasmid weggesteckt. So, ich glaube, hier muss ich jetzt echt zum Granatwerfer wechseln. Denn wenn zwei auf einmal da sind, da hilft echt nur ein fettes Kaliber. Oh, ich sollte die auch ein bisschen erforschen. Munitionskapazität erhöht. Ja, das ging ja schnell. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Okay. So, wie man sieht, die Bienen helfen wieder sehr. Die finde ich echt super. So, der hat eine Spritze im Rücken. Okay. Oh, hier ist eine Kamera. Gefährlich. So. Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere
fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Mhm. Das sagst du. Du Tier! Danke. War doch noch ein zweiter. Wo ist der denn hin? Keine Ahnung. Oh, ich will hier raus. Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Ja, war da jetzt eigentlich eine Little Sister in den Gebieten? Nein, okay. Der Körper beginnt sich selbst zu zerstören. Ah, der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Das ist nämlich diesmal jetzt echt ein Rumbler. Was ist das? Ich erhalte mehr Munition von Leichen und aus Behältern. Ja. Okay, dann haben wir die jetzt auch gesammelt. Gibt's hier irgendwas Gutes noch? Weil in dem Apparat war ich jetzt hier noch nicht. Nee, nicht so wirklich. Ist eigentlich das Gleiche hier. Oder? Wenn ich getroffen werde... Ja, ich glaube, das... tausche ich aus gegen... Verkaufsexperte, so. Okay, dann mache ich nämlich nächstes Mal weiter und werde dann Adam sammeln mit der Little Sister. Dann bis dahin. Pass auf deinen Rücken auf!